Hallo, alle miteinander. Ich habe, wie angekündigt, die Aufnahme von Kingdoms and Castles zum Laufen gebracht und möchte das jetzt mit euch genießen, dieses Spiel. Es kann sein, dass es ab und an mal, glaube ich, ein kleines bisschen ruckelt. In der Testaufnahme habe ich gesehen, dass, wenn ich Häuser gesetzt habe, hat es so ganz so einen Mini-Ruckler gegeben. Allerdings habe ich dann nochmal ein bisschen was ausgestellt von den Settings her, also ein bisschen was umgestellt. Das müsste jetzt eigentlich besser laufen und funktionieren. Aber so weit, so gut. Neues Spiel. Wir spielen auf Schwierigkeit gerade hier. Choose Region for your Kingdom. Ah, Faction. No threats. A peaceful land with no enemy invaders. Long, lowies, lovely summers, short and mild winters. Okay. Winter ist hart, Sommern ist easy und Paxton ist peaceful. Ich spiele mal Sommern. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Also ich weiß, worum es geht. Ich erkläre das alles gleich. Was ist das? Backspace, Mission View, F&V, Zoom. Cool. WASD, Left-Click. Mouse-Cursor, Edge Screen. Left Click and Track. Oh, okay, das wusste ich nicht. Ja, jetzt kann ich mir hier, also das ist die Steuerung hier, die habe ich immer geflissentlich übersehen. Kann ich mir jetzt hier ein Land aussuchen, also ich kann das jetzt nehmen oder ich so Change und bekomme ein neues. Ich finde sogar besseres. Das nehme ich direkt. Das gefällt mir, hier sind viele Bäume. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal. Oh, ich habe auf Change gedrückt. Da ist so viel dazu. Finde ich doof. Ja, Inseln, also Inseln sind scheiße, dann brauche ich immer so lange, um mich auszubreiten. Also würde ich mal raten, das weiß ich nicht mal richtig. Ah, ich kann hier sogar. Wow. Accept. Ja, das nehmen wir. Drachenstein. Dragonstone. Finde ich eigentlich gut. Nee. Ich nenne es lieber Meltown. So, finde ich besser. Und als Zeichen nehmen wir natürlich dieses super geile, schwer, diese Beathänder, der so aussieht wie bei The Witcher 3. Zack. So, schon sind wir im Spiel. Also es ist eine kleine Aufbausimulation, die so von Zeiten her so an ins Mittelalter erinnert, so ein bisschen. Es gibt Bedrohungen wie Raider, also Räuber oder auch Drachen. Soweit wie ich das gesehen habe. Diese Pfeiltastensteuerung ist irgendwie ein bisschen scheiße. Ich mache das lieber mit der Maustaste. Das ist besser. Und ich überlege gerade, ich muss jetzt hier mein Keep, also meine erste Siedlung hinsetzen. Standard. Also wenn ich die hier hinsetzen würde, wäre das Spiel nach 2 Minuten vorbei, weil ich nur 3 Bäume hier drauf habe. Und gut, ich könnte eine Brücke hier rüber bauen, aber das wäre scheiße. Hier habe ich so wenig Platz. Ich tendiere gerade zwischen dem Platz hier und dem hier. Hier habe ich halt direkt Bäume drumherum. Die würde ich halt sofort weghauen. Und hier habe ich noch. Ja, ich mache es hier. Sehr kuschelig. Ich mache es doch nicht da. Oder kann ich es so reinsetzen sogar? Dass dann die Bäume weggehen. Hier hören. Das geht. Habe ich das Holz jetzt bekommen? Ich glaube nicht. Gut, da baut sich jetzt langsam aber sicher unser Keep, unsere Burg auf. Hier rundherum haben wir schon kleine fixe Siedlerchen. Ich nenne jetzt einfach mal Siedler, da ich gerade aus dem Siedler-Let's Play komme. Und ja, die haben ein Problem und zwar haben die keine Häuser. Dann muss ich denen jetzt erstmal gleich Häuser bauen. Zu dem ganzen Spielsystem. Ich muss hier denen ansagen, dass sie hier choppen sollen, also die Bäume. Da gibt es wohl auch noch ein Gebäude, dazu später noch. Aber jetzt für den Anfang muss ich denen zuweisen, dass sie hier Holz hacken sollen. Die brauchen Nahrung und die brauchen eine Unterkunft. Das muss ich dann alles bauen. Allerdings kann ich nicht auf Geratewohl irgendwo hinbauen, sondern ich habe hier diese Area, die ich bebauen kann. Und die kann ich vergrößern, indem ich Wege baue. Also ich hatte jetzt eigentlich vor, hier links einen Weg reinzubauen, aber der braucht mir gerade so lange zum Choppen. Wenn ich jetzt hier den Weg hinsetze, dann kann ich hier direkt den nächsten setzen. Und so vergrößert sich das dann immer um 1.
Es wird gerade schweinekalt, deswegen möchte ich eigentlich, dass meine Siedler hier ein Häuschen sich zulegen können. Für Food muss ich auch sorgen. Bauen wir hier direkt eine Farm hin. Ich kann die Farms auf Farm auch nicht überall hinbauen. Hier ist zum Beispiel, steht das hier ist fertile, also der Boden ist fruchtbar, der muss fruchtbar sein. Und hier ist barren. Barren heißt, es ist unfruchtbar, ist scheiße. Also high fertilized, dieses dunkelgrüne und das hellgrüne ist halt so, ja, geht, ne, ist in Ordnung. Das sind meine super tollen, unnützen Berater, die mir die ganze Zeit irgendeine Scheiße reinlabern. Good day, Sire. We need farms first to feed our workers. Das hast du richtig hingekriegt. Good day, Sire. Let's begin growing our kingdom with some roads, then houses. Also, die widersprechen sich dann auch noch. Und der wünscht mir einfach nur guten Tag. Ja, am Anfang ist da noch nichts mit Militär, deswegen ist der am Anfang noch der coolste von allen. Ich glaube, der geht mir dann später dann richtig auf den Keks. So, mein Volk wächst teilweise von alleine. Teilweise bleiben Leute, die sich, die so einmal im Jahr kommen, da irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest so Leute vorbei, gucken sich das hier an und wenn es denen gefällt, dann bleiben sie halt hier. Allerdings brauchen die halt auch Platz, um da zu bleiben. Das heißt, ich muss bis dahin weitere Häuser errichtet haben. Hier sieht man auch noch, dass es relativ viele Sachen gibt. Ballista Tower. Also das ist so die Kriegssachen. Oder die halt für die Burg halt gut wichtig sind. Hier sind wunderbar tolle für die Stadt. So ein Brunnen, noch mehr Häuser, Wege, Brücken, Bücherei, Krankenhaus, Pier, cool. Building on Water. Das ist ja geil, das habe ich gar nicht gesehen. Lord Levi, Guardian of the Forest and all its creatures. Okay. Ja, für dieses Zeug brauche ich eben Ressourcen. Es gibt scheinbar drei Ressourcen. Holz, Gold, Holz und Steine. Holz, Gold und Steine. Ja, wie bei Age of Empires. Nur dass die hier, ja. Nee, nicht nur das, nur dass die hier anders gesammelt werden eben. Aber vom Prinzip her genauso. Und dass es ein Limit für Gold gibt, was ich behalten kann. Und ich muss meine Leute noch versorgen. Also die Nahrungsmittel sind auch noch wichtig. Und ich habe aber schon genug Zeug, um eine Quarry zu bauen. Also ich muss halt Steine abbauen, um andere Sachen noch zu bauen zu können. Und die kann ich erst später abbauen, wenn ich eben eine Quarry habe. Die ich jetzt aber schon bauen kann. Von daher, dass ich hier mich so nah an den Wald gesetzt habe, dass ich das eben schon machen kann. Dafür behindert aber der Wald auch enorm mein übriges Wachstum. Also ich habe noch kein zweites Wohnhaus bauen können, was ich eigentlich schon längst hatte bauen wollen. Aber dafür kann ich jetzt schon eine Quarry bauen, weil ich eben so viel Holz habe. So 18, 30 Holz ist schon nicht viel. Es gibt nur blöderweise keine Leute, die da arbeiten können. Ich habe hier vergessen, das jetzt shoppen zu lassen. Ja, das hier wird doch geshoppt, ja. Irgendwie eine Priority List gibt es hier, glaube ich, auch nicht. Zumindest wüsste ich nichts davon. Na komm, hier kommt die nächste Farm hin. Ich möchte hier so eine Straße haben mit Häusern, aber ich glaube, daraus wird erstmal nichts. Ja, vielleicht kann ich die Häuser ja im Nachhinein noch wieder wegreißen. Ja, wenn sie mir auf die Nerven gehen, kann ich sie eh wieder wegreißen. Halt, nein, das demolisch, das wollte ich so nicht bauen, das sieht so hässlich aus. Also das Stadtbild ist auch wichtig. Was auch wichtig ist, und zwar ist das etwas, was ich jedes Mal machen muss. Zwar in den Timer starten, was ich wieder vergessen habe. Ich habe einfach angefangen. War so gut 5 Minuten dabei. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube, 5 Minuten passt ganz gut. Ich möchte nämlich das Haus mit der Öffnung zur Straße hinbauen. So, was willst du jetzt von mir? Sire, we have new construction, but no one available to buy. Perhaps we should temporarily close other buildings. Tja. Da sagst du was. Das heißt, ja, ein Bilder habe ich hier. Ich habe blöderweise nur 5 Petten und 5 Leute, die hier wohnen. Das heißt, wenn ich jetzt sogar mehr Jobs schaffe als
Als die Nachfrage da ist, dann habe ich ein Problem. Ich kann das Ganze auch ein bisschen schneller machen. Mache ich jetzt mal. Wenn das hier Happiness. Gelb. Average Happiness ist 68. Also die Glück, die Freude, sag ich jetzt mal, wird auch davon beeinflusst, ob. Da baut er jetzt ein Haus, sehr schön. Das Umfeld vom. Von dem Haus. Davon wird das beeinflusst. Zum Beispiel gibt es hier diese Carol Maker. Hier steht drauf: Makes Charcoal. Charcoal. Also Holzkohle. Used for heating, cooking and smithing. Produces smoke nearby homes won't like. Das heißt, wenn ich daneben dann noch ein Haus setze, dann finden die halt auch scheiße. Ja, allerdings sieht es sonst nicht so aus, als wäre. Das ist das Einzige, was die Leute stört. So, jetzt haben wir hier ein zweites Haus gebaut, endlich. Und Platz für 10 Leute. Wir sind schon im vierten Jahr, ich habe jetzt 2 Häuser gebaut. Also die sind schon 4 Jahre hier und haben nur das Riesending hochgezogen, das eine Haus und ein paar Wege. Und halt das Feld und den Wald halb. Gut, den Wald haben sie noch halb gerodet. Aber ich glaube, dass der Nawald so nah ist, könnte mir nachher noch einen richtigen Boost geben. Also wird mir noch einen ordentlichen Boost geben. Sobald ich es geschafft habe, hier mal ordentlich das Ding ein bisschen wegzuroden. Gut, hier kommt das nächste Haus hin. Ich baue jetzt halt mal ohne Ende Häuser, weil Häuser sind wichtig. Häuser sind live. In dem Fall. Aber was wollt ihr jetzt schon wieder? Bitte der City Advisor. Sire, we have new construction, but no bla 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 bla. Ja, ich habe ungefähr, ich habe 15 Betten parat und nur die Hälfte davon ist besetzt, also. Halt mal die Fresse, ja? Kack Spaß. Kann ich ja jetzt schon nicht mehr leiden. Ich hab noch nicht mal angefangen und ich hasse den Typen jetzt schon. Das ist super. Ich setz den hier hin. Weil ich direkt neben die Quarry eine Stockpile setzen will. Wo ist die eigentlich? Die war hier, oder? Ja, hier Stockpile. Kostet halt noch. Das ist eine große, eine kleine, kostet weniger, kostet halt Stein. Und ich habe jetzt einen Stein. Deswegen noch nicht so viel. Aber die Stockpile, da, das ist ein Lager quasi. Also nicht quasi, es ist ein Lager, dann kann ich da eben den Scheiß hinkarren. Also direkt hier von der Quarry rüber. Die haben halt. Das ist da wie bei Siedler 3 quasi, die haben da einen begrenzten Speicher. Vor diesem Ding, also ein eigenes Lager, das ist begrenzt. Und wenn es halt voll ist, ist es voll. Und ist nicht cool. Volles Lager ist nie cool. Waiting for 6. Ich hab doch nur noch 3. Es wird nämlich eigentlich alles. Ach nee, 3, das ist 3, was verfügbar ist noch. Es wird nämlich alles angezeigt. Sogar wenn hier hinten was liegt, wird mir das sofort hier unten angezeigt, dass ich da noch was, dass ich da noch hier. Dass ich da noch Holz habe. Hier wird sogar erklärt, wie ich das kriege. Cool. Total Change Last hier. Plus 9. Ja, das muss nochmal. Muss mehr geben. Brauch mehr Nahrung. Ja, jetzt will der mir wieder was erzählen von, wir haben nicht genug Leute. Komm. Spaß dir, halt die Fresse. Phase, der sieht da wieder einen ab. Hat 20 Betten und 9. Oh, hier. My lord, 3 people visited, but only 2 found a satisfactory home and decided to stay and serve you. Oder to serve you. Also. 3 Leute sind vorbeigekommen und 2 sind geblieben. Immerhin. Ist es hier so schlimm? Happiness ist auf 73. Hier ist die Happiness beschissener als da. Warum ist sie hier schlechter? Keine Ahnung, ist mir egal. Sollte es zwar eigentlich nicht, aber es ist mir trotzdem. Und das wächst alles viel zu langsam. Also ich habe das in anderen Runs, anderen Testläufen, die ich hatte, zu gucken, ob das hier läuft, irgendwie schneller in Erinnerung.
Jetzt sind es aber schon 12. Da. 3 People. 3 Leute sind gekommen und sind auch alle 3 geblieben. Und deswegen sollte das jetzt eigentlich auch alles ein bisschen schneller gehen. Haben wir hier noch Food, Town. Industry. Ja, jetzt kann ich die Small Stockpile hier hinbauen. Da kann ich das Ding nicht drehen. Kann man das nicht irgendwie drehen? R. Rotate. Ja. Ist mal wieder keiner da, der arbeiten will. Beziehungsweise nicht genug Leute, die arbeiten könnten. Sind doch schon 12. Ah, ich mach wieder viel zu über die Linie, baue ich. Carry habe ich halt ein bisschen früh gebaut. Ich kann hier auch einfach schließen, dann habe ich genug Leute, die erstmal Zeug machen. Erstmal den blöden Wald hier noch ein bisschen wegroden. Der muss in der Tat mal Lehrer werden. Unser Schloss muss schöner werden. Ah. Yay. Der Hahn kräht. Ach komm, geh kaputt. Na also. So, dann bauen wir hier nochmal schön ein paar Häuschen hin. Nein, ich möchte die gerne. Genau so möchte ich die haben. Was hat der jetzt? Ja, 57 Leute. Was hat der hier wieder für Schwierigkeiten? Immer noch denselben. Schickimicki-Kram. Es müssen noch mittlerweile genug Leute da sein. Wie schaut's aus? Nahrung 7. Wage es dich, wieder diese blöde Meldung zu bringen. 2 Leute sind wieder gekommen. Gut, jetzt geht's richtig voran. Jetzt geht's richtig voran. Allerdings beendigen kann ich gleich die Folge beendigen, wenn es so weitergeht. Jo, na gut. Sire, the peasant thinks you're an excellent ruler. Congrats. Tja, so bin ich halt, ne? Ich bin halt einfach ein Gott auf dem Gebiet. Auch wenn hier nichts vorangeht. So, kann ich mal hier mal ein Well bauen gleich. Hier so ein Well. So, Well, hier, ne? Dazu müsste ich erstmal wieder die Dings starten, ja, die Quarry, also den Steinbruch wieder in Gang setzen. Das gab's bei, na, was haben wir wieder? Kingdom is happy and content, perhaps we should raise taxes in the treasure room. Ja, treasure room, da ist das einzige Möglichkeit, um Gold zu kriegen, also die einzige Möglichkeit, die ich kenne. Der ist hier. Brauche ich allerdings 50 Steine und 10 Holz für. Also Holz wird sowieso überall und immer wieder gebraucht. Die verbrennen hier die ganze Zeit Holz, um Holzkohle herzustellen. Holz ist hier wirklich so ein Must-Have. Steine hingegen kann ich ganz gut sammeln über einen längeren Zeitraum, weil das halt nicht so gebraucht wird, noch nicht. Später gibt es dann einen Mason, der auch mit Stein Zeug repariert und dann werden die auch Steine verbrauchen. Also gehe ich mal stark von aus. Momentan halt noch nicht. Deswegen kann man das gut sammeln die ganze Zeit. Ja. Bei Banished gab es auch eine Quarry. Gab es auch ganz toll, auch Stein. Das war einfach so eine Grube, halt, wie man so einen Steinbruch halt kennt, so unter Tagebau. Also nicht unter Tage, sondern über Tage war das sogar. So ein Loch, einfach so so im Kreis rund ausgedreht, wie im Ruhrgebiet halt so häufiger gibt oder häufiger zu sehen ist. Und das Problem bei den Dingern war, ich glaube, nach 2 oder... Oh. Meltown is now a small village. Yay, starting to get hang of this government thing. Was ist ein Drachen? Drache. Alter, boah, kein Scheiß. Ich wollte gerade die Folge beenden und dann kommt dieser Arsch um die Ecke geschissen. Haust du ab?
Oh, der guckt rüber, der guckt rüber. Guck weg, guck weg. Hau ab, hau ab. Verschwinde. Halt die Fresse. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus, das ist ein Drache hier. Drachen mögen doch Gold. Guck nicht so. Der soll aufhören, auf meine Siedlung zu gucken. Hat ja schon mal einer gesagt, dass du sauhässlich bist. Ja, genau. Würde ich jetzt auch sagen. Ich glaube, der lässt mich zufrieden. Ich möchte nicht mehr dem folgen. Kann ich dem irgendwie stoppen? Ich möchte dem nicht mehr folgen. So. Gut, haben wir sogar noch ein kleines Highlight für die Folge. Ja, hier. You see the dragon, bla bla bla. Running low on food, der labert wieder eine Scheiße. Gut, das war's erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass euch das hier gefällt. Was ist das? Jetzt brennt's. Jetzt brennt meine Burg. Hat der Drache doch was gemacht? Nein, es donnert! Es blitzt! Sie laufen jetzt mit den Wassereimern rum und löschen meine Hut. Ach du Scheiße, ey. Ist der Blitz da eingeschlagen, oder was? Ich dreh durch. Mach das Ding aus. Jetzt löscht den bekackten Scheiß. Ach, Gott sei Dank. Gut, bevor jetzt hier noch irgendwas passiert. So. So, Ruhe jetzt. Safe. Ja. Pause. Gut. Oh. Stress pur. Das ging jetzt mal wieder länger als ich wollte. Egal. Gut. Siedlung wächst. Drachen kommen vorbei. Häuser fangen an zu brennen. Es scheint noch richtig lustig zu werden. Also, an eurer Stelle würde ich dranbleiben. Ja, lasst wie immer schön Feedback da. Und habt ansonsten noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschö, bitte.